Komm, du versuchst Level 100, versuchst die ganzen besten Pokémon zu haben und dann haust du wieder ab oder bist fertig, ne? Auch Y und Omega Rubin. Oder Omega Saphir, Alpha Saphir, was ich hab. Habe ich auch nur so durchgezockt. So wie jetzt mit diesem Z-Ding, mit diesem Z-Stein. Nur, ich habe die zweite Prüfung, die zweite große Prüfung mit dem Z-Stein fast nur gemacht, ne? Okay. Ich habe meinen Magpie gemacht und da war diese komische Dschungelkacke da und zack, dieses Z-Ding eigentlich so warm tot, das Ding. Deinen Ein Magpie Schlag. gemacht. Ja, ich habe meinen Magpie geholt. Okay. Ein Magpie. Da ging das ja locker flockig weg. Naja, ne, ich habe die dritte Prüfung immer Quadruzzi durchgezogen. Naja. Das, vor allem, das ist ein Level über die Levelgrenze, ne? Ja, gut, Wo das es nicht. mir nicht mehr gehorcht. Ein Level. Weißt du, wie lange der Kampf gedauert hat? Viel Lange zu bestimmt. lange. Ja, hat echt viel zu lange gedauert. Aber ich muss sagen, die Pokémon, die ich mit hatte, haben schön Levelsprünge dadurch gemacht. Oh, ich find das gar nicht auch schlecht, dass du durch dieses, wenn du die zähmst, sage ich mal, ne, dass sie dadurch auf dich gehorchen, das rettet manchmal echt so diesen Arsch. Was bei mir? Oh, ist ausgewichen. Ist der Attacke ausgewichen, weil es dich mag und sowas. Ne? Das ist echt schon gar nicht mal schlecht. Ja. Mal Faxe geholt gehabt. Was es gab. Oder was wohl immer noch gibt irgendwie. Na, gibt's immer noch. So, kann das hier auch schon mal wieder brennen? Das Geile ist, das kann noch nicht die Attacke dafür, ne? Ein Gigastoß ist das, das kriegst du auch bei Relaxo erst. Ist ja auch Ja. Relaxonit ist das ja. Hab ich ja. Aber der kann die Attacke nicht. Das ist so geil. Gigastoß musst du, glaube ich, als TM nehmen oder so. Ja, halt viel neue Sachen, ne? Ja. Okay. Machen wir mal wieder vor die Kiste. Welche? Mit den Firelock. Also mit den Firewood. Sehe gerade, ich habe auch noch Firelock in dem. Also ein Rucksack. Was ich mich denn verwende? Wie was du wendest. Ist gerade mal so eine Frage. Oh, ich brauche noch mehr Holz. Wertschrott. Holzi, Holzi, Holz. Kennst du noch? Mana-Expedition kennst du auch, ne? Was? Die Mana-Expedition davon. Ja, klar. Der habe ich auf WTF, glaube ich, geschickt. Immer Langeweile, ey. Nein, die wissen, wie es funktioniert. Ja, ich weiß. Langeweile hat man nie. Als ob man Nein. Langeweile hat. Wenn man auf solche Ideen kommt, dann hat man Langeweile. Gute Langeweile. Gute Langeweile, ja. Sonst aber auch nicht. Nur gute Langeweile. Ja, Das du passt nicht. hier. Nee. Die Stunde haben wir. Ja. Sehe ich gerade an der Playlist, wenn sie gleich wieder zu Ende ist. Ja, ich sitze bei OBS Studio. Nee, ist bei mir verdeckt. Nee, bei mir nicht. Nom 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 nom. Alter, immer nur am Essen. Bist du so immer nur am Essen, ey. Dass man mich nicht rollen kann, ne, ist echt ein Wunder. Ja. Kann man gar nicht erst freuen. Wenn ich innerhalb von 2 Monaten 15 Kilo abgenommen habe, ohne irgendwas zu machen. Hat was. Ja. Idealgewicht von 80 Kilo. Gut. Bin hier was drüber, das liegt aber auch, weil ich größer bin. Und scheiß Muskelmasse. Muskelmasse ist schwerer als Fett. Voll Kacker. Muskelmasse.
Muskelmasse. Das danken sie mal alle. Nee. Ist bei mir aber leider so. Vor allem leider. Wo ich kaum laufen darf mehr. Okay. Scheiß Kreuzbänder. Gott. Ja. Macht mir eigentlich immer alle. Weiß ich nicht. Nee, es kommt vom Laufen. Vom Laufen und vom Fahrradfahren. Ja, trotzdem, was macht ihr mal? Hey. Kaputt. Ja. Merkt. Egal. Oh. Stört das ja nicht. Ist mal das Knie für eine halbe Stunde dick. Ja, war's dann auch. Sitzt ja sowieso noch auf den Arsch, ne? Mm-mm. Hey? Nee. Oh. Muss ich so einen Flunderpo haben? Das ist sogar noch wahrscheinlich sogar. Flunderpo. Ein runder Flunderpo. Ein runder Flunderpo. Das brauche ich noch, das brauche ich nicht. Boah, irgendwie gar nicht schlafen gehen. Irgendwie gehst du immer schlafen. Ja. Bestimmt wieder am Holz sammeln. Ja. Aber nur hier vorne bei unserer Holzfarm. Achso. Holst du Birk oder? Jupp. Yep. Firelock ist ja voll. Ja. Also geht's auch einfach. So brauchst du die Dinger nirgendwo rein tun, automatisch Kräften, lässt automatisch Kräften nachschlägen. Ja, klar. Wir laufen, dass er da unten nicht missbaut, weil. Es sind 7 Stacks Chests drinne, aber auch nur ein Stack mit Birkenwood. Muss er echt gleich nachlegen. Hm. Ja, kommen ja auch noch weitere Stacks immer nach. Ja. Komisch. Komisch. Komisch, komisch. Komisch. Hm, was esse ich denn jetzt? Oh, den möchte ich essen. Was denn? Hm? 2 Tage Weihnachtsessen durchgehend. Total geil. Nom, nom. Nom, nom. Ja, die Leute, die uns länger schon gucken und uns trotzdem noch gucken, obwohl kaum Videos bei uns manchmal kommen, die kennen das ja schon. Was? Dass du ständig noch am Fressen bist. Wer? Du. Wer? Was ist denn Sinn? Keiner, ich weiß. Ich esse anständig. Ah. Sagst du? Mhm. Das ist aber wirklich schon drischer. Ne, wie war das? Ich fresse wie ein Pferd, arbeite wie ein Pony. Okay. Beste Aussage. Wer hat das gesagt? Deine Freundin? Ne, ein Arbeitskollege. Du frisst wie ein Pferd und arbeitest wie ein Pony. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich arbeite wie ein Faultier. Der hätte auch gedacht, das kommt von deiner Freundin. Nee, nee. So, nee, oder? Nee. Hallo? Würde ich dir zutrauen, dass sie das sagt? Ja. Ich krieg ja immer noch Haue von ihr, oder? Ja, ja. Deswegen wollten wir auch irgendwann einfach vorbeikommen. Weil es so ein bisschen frech war. Ja, sag's mal. Sag mal, ich bin jetzt am Aufnehmen. Mit dem, der frech war? Ja. Weißt du sofort, wer gemeint ist. Ja, und ist doch wahr. Ach, Quatsch. Macht dir doch nichts. Macht's ja auch immer nur als Scherz. Und ja, der frech klar. war? Nee, der nicht frech war zu dir. Ja, klar. Leute, die genauso drauf sind, die nehmen sowas gar nicht ernst. Das ist das doch. Verarsch uns immer gegenseitig. Ja. Wie gesagt, Leute, die genauso drauf sind, nehmen sowas nicht ernst. Nee, Detlef, nehmen sie das nicht. Ernstes gibt's leider nicht mehr. Ernst ist gestorben. Aber Leute, die tun so, ob die genauso sind, die nehmen sowas ernst. Jo. Das ist extrem krass. Schlimm. Nächste Woche auch. Alter, was ist los mit euch?
Ja, was da hinten drin? Nimm alles ein bisschen gelassen. Nö, solche Leute kennen das doch nicht. Wir sind auf der Scherzachterbahn. Ich bin bekloppt. 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 Hm, das bist du auch bestimmt. Oh. Boy. Ah. Alte Potsau. Ah. Alte Potsau. Ich war doch nix. Alte Potsau. Ich hab doch nichts gemacht. Nein, du doch nicht. Lass mich. Potsau. Ich war das nicht. Du kannst es gar nicht bestätigen, dass ich das war. Nee, wieso nicht? Wie willst du denn das denn machen? Deine Tonspur nehmen. Welche Tonspur? Die bei dir wieder nicht funktioniert? Funktioniert doch. Nein, sie funktioniert nicht. Hörst du das nicht? Das ist richtig. Seine Tonspur immer. Ja, ja. Bei mir hast du auch immer so ein leichtes Rauschen drin. Rauschen? Hm. Du wärst ja mit einem Rauschfilter. Ich hau ja Filter und so bei dir rauf, wenn ich die bearbeite. Filter, Filter. Kaffee? Vielleicht nimmst du auch einen Kaffee- oder Teefilter. Boah, ich hab da jetzt voll Bock drauf. Auf was? Auf Tee. Okay. Trink ja keinen Kaffee. Aha. Nicht nur ab und zu mal. Wenn ich Kaffee trinke, ne, wie beim letzten Mal, dann bin ich 10 Stunden wach, nachdem ich Kaffee getrunken habe nochmal. Okay. Locker. Darf man keinen Kaffee geben? Wie so beim letzten Mal. Ich wollte was fertig machen. Ey, du musst schlafen, bist müde, alles klar. Komm, nimmst dir so dein, machst den Kaffee fertig, trinkst den. Bup, war ich wach. Deswegen kriege ich auch kein Energy. Ich weiß, wo es herkommt. Ja? Ja, dass ich so lange wach bleibe. Hm? Bei mir ist das Zeug halt noch stark. Oh. Und die Leute saufen das ja wie Wasser. Bei denen wirkt das ja nicht mehr. Nochmal. Ich sag, bei manchen Leuten wirkt das ja nicht mehr, dieses Energy-Zeug. Das Taurin. Taurin ist das gar nicht, was wirkt. Ja, das Koffein und Taurin, dieses Gemix. Ja, aber das Taurin ist es gar nicht. Taurin ist einfach nur so drin. Damit es lecker schmeckt. Klubbel auch nicht. Hab ich schon. Ja, ja, bei mir wirkt Energy noch einigermaßen. In letzter Zeit habe ich zu viel übertrieben gehabt damit wieder. Wo jetzt seit einer Woche habe ich schon wieder keine Energy mehr bekommen. Ja, trinkst jetzt was, dann bist du gleich wieder so ein Stündchen heller wach. Ja, gut, gestern. Hab ich. Aber da hat es doch gleich wieder mehr gewirkt. Ja, merkst du das, dass so diesen gestern Kick. Zwei kleine Dosen waren das. Zwei kleine Dosen, mir schon okay. Ein ganzes Fass reingekloppt. Von okay. Ja, okay. Hm. Ist klar. Nom nom. Nom nom. Hast du die denn rausgenommen? Mal müsste ich jetzt aufstehen, den Kocher anmachen. Ey. Hm? Doublestone hast du die hier denn rausgenommen? Was? Doublestone. Gerade ein bisschen viel. Das war ganz weit am Arbeiten. Hm. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 3-6 oder 4-6 verballert. Hm. Genug schon rausgenommen. Will ja gerade die Wände machen. Von dem Untergrundding. Ja, ich hab gesagt, mal gucken, wie weiter ist. Hey, Flitzi! Hm. Deswegen finde ich den Stein auch gar nicht schlecht. Fall. Hallo?